Morgen, Hochwürden. Haben Sie gut geschlafen? Ach, ich habe so wunderschön geträumt. Wo bin ich denn? Wie kommst du denn hierher? Na, als ich heute Nacht aufstand, um zu packen, entdeckte ich, dass Sie verschwunden waren. Ich habe dann den Schmied gerufen, dann haben wir so lange nach Ihnen gesucht, bis wir Sie gefunden haben. Ach, dann habt ihr euch Sorgen um mich gemacht. Ja. Ja, wo ist denn der Meister Schmied? Na, er ist inzwischen wieder nach Haus gegangen und holt ein Fuhrwerk, mit dem er unser Gepäck abtransportieren will. Wir wollen doch heute noch das Dorf verlassen, gell? Aber sagen Sie, Hochwürden, wie sind Sie denn hierher gekommen? Ach, ich hielt es zu Hause nicht mehr aus. Und dann stand ich auf, um Abschied zu nehmen von meiner Kirche. Aber Sie haben doch gar keinen Schlüssel mehr. Nein, aber ich bereue es nicht, dass ich den Weg gemacht habe. Ich hatte einen wunderbaren Traum. Engel sind gekommen und haben die Glocke gebracht. Ich hörte sie klingen und meine Dorfgemeinde sang so schön dazu, wie ich sie noch nie singen hörte. Und immer mächtiger erklang die Glocke. Und jetzt hängt sie oben im Turm. Das haben Sie doch nur geträumt. Die Glocke hängt doch gar nicht im Turm. Aber ich habe sie doch gesehen und gehört. Ach, Papalapap. Im Traum sieht und hört man so viel. Einmal hat mir geträumt, ich hätte einen Haupttreffer gemacht. Und am Morgen habe ich überall das Geld gesucht. So fest kann man träumen. Ja, aber ich habe doch alles so deutlich gesehen. Och, wie oft habe ich schon geheiratet im Traum. Und ich bin immer noch Jungfer bei euer Hochwürden. Aber jetzt wollen wir doch an unsere Abreise denken, gell? Schnell, schnell, es wird ja schon ganz hell, sehen Na, Sie doch. Na, was denn, an unsere Abreise? Na, natürlich, ich werde doch euer Hochwürden nicht allein lassen. Nein, Sophie, das geht nicht. Ich bin ein armer Pfarrer ohne Pfründe. Das Pfarrhaus hier gehört der Gemeinde. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als Unterkunft zu suchen in einem Stift für alte Priester. Ich soll meinen hochwürdigen Herrn verlassen? Nein, 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 das kann ich nicht. Nein, nein, nie, nie, niemals. Es muss sein, Sophie. Du bist noch jung und eine tüchtige Hausfrau. Du wirst deinen Mann finden. Doch, den könnte ich heute noch haben. Na, siehst du, na also doch. Na, wer ist es denn? Der Meister Schmied. Aha. Aber in allen Ehren, hochwürdigen. Natürlich. Ja. Er will mich schon lange heiraten. Ich habe aber immer Nein gesagt. So. Dann wirst du eben jetzt Ja sagen. Ich verlange es. In diesem Punkt lasse ich mir nichts befehlen, Hochwürden. Und jetzt kommen Sie schnell, denn der Meister Schmied erwartet uns mit seinem Fuhrwerk vor dem Pfarrhaus. Sehen Sie, Hochwürden, wir kommen gerade richtig. Da kommt ja schon der Schmied. Einen schönen guten Morgen wünsche ich, Hochwürden. Guten Morgen, Meister Schmied. Na nun, Sie sind ja so vergnügt. Ja, ich habe auch allen Grund dazu. Ich habe eben den Krämer zum Abschied noch rasch die Fenster eingeschmissen. Was? Das halbe Dorf ist auf den Beinen. Aber das ist doch nicht Ihr Ernst, Meister Schmied. Doch, doch, Hochwürden. Denn gerade dieser Lump hat ja die ganze Gemeinde gegen Sie aufgehetzt. Jawohl, Herr Pfarrer, da hat der Meister Schmied ganz recht. Nur der Krämer, der ist an allem schuld. Ja, aber trotzdem, das hätten Sie nie tun dürfen, Meister Schmied. Denn es steht doch geschrieben, du sollst vergeben deinem Feinde. Jawohl, Hochwürden, es steht aber auch geschrieben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber jetzt wollen wir an unsere Abreise denken. Ja, wieso denn wir? Wollen Sie denn auch mit uns kommen? Na, das will ich meinen. Mich kriegen Hochwürden nicht mehr los. Also, eure Anhänglichkeit rührt mich sehr. Aber Meister Schmied, dass Sie meinetwegen Haus und Hof verlassen wollen, das kann ich niemals annehmen. Ich muss schon ganz allein meinen Weg in die Verbannung gehen. Was, allein? Ja, wieso allein? Die Jungfer Sophie wollte doch mit Ihnen gehen. Nein, die Jungfer Sophie geht nicht mit. Ich habe nämlich gerade vorhin alles mit ihr besprochen. Sie bleibt hier und wird heiraten. Was? Die Jungfer Sophie will heiraten? Jawohl, Meister Schmied, ich will heiraten. Ja. Wen, wann und wo wollen Sie heiraten? Da müssen Sie schon den Herrn Pfarrer fragen. Er hat den Mann für mich bestimmt. Aber Hochwürden, ist das wahr? Ja, durchaus, Meister Schmied. Und wer ist der Mann? Das muss ich wissen. Ach, wieso denn? Weshalb beeifern Sie sich denn so? Weil ich den Kerl erwürgen werde. Aber Meister Schmied,
Sie werden doch keinen Selbstmord begehen wollen. Wieso denn Selbstmord? Na ja, weil ich keinen anderen Mann als Sie, mein lieber Meister Schmied, für die Jungfer Sophie bestimmt habe. Tja, ist denn das wahr, Jungfer Sophie? Ja, sind Sie wirklich damit einverstanden? Jawohl, Meister Schmied, jetzt sage ich ja. Na, weshalb denn so plötzlich? Sie haben doch bis heute immer Nein gesagt. Tja, weil jetzt der Herr Pfarrer seinen Segen dazu gibt. Nun, sind Sie mit der Glocke zufrieden, Meister Glockengießer? Jawohl, Herr Baron. Und sind Sie auch schon mit der ganzen Montage fertig? Ja, es ist alles in Ordnung. Und wenn Sie es wünschen, dann können wir die Glocke gleich einmal einläuten. Nein, nein. Das soll eine Überraschung sein, Meister Glockengießer. Also, passen Sie mal auf. Sie postieren sich jetzt hier auf dem Kirchturm, ja, und ich gehe hinüber ins Pfarrhaus. Und wenn ich Ihnen von dort aus mit dem Taschentuch ein Zeichen gebe, dann sollen Ihre Gesellen mit dem Läuten beginnen. Haben Sie mich genau verstanden? Jawohl, Herr Baron. Schön. Also, dann warten Sie jetzt auf mein Zeichen. Na, also, schon sind wir soweit. Das Gepäck ist verladen, nun kann die Reise losgehen. Bitte, Hofwürden und Jungfer Sophie, steigen Sie ein. Nein, es wird hier geblieben. Ja, aber was denn, sehe ich recht, der Herr Baron? Ja, wie kommst denn du hierher am frühen Morgen, ja, lieber Vater Erwin? Ja, Vater Benedikt, da staunen Sie, nicht wahr? Zufällig habe ich noch gestern Nacht davon gehört, dass Sie das Dorf verlassen wollen. Und da habe ich mich heute Morgen rasch aufs Pferd gesetzt, um Sie umzustimmen. Sie dürfen Ihr Dorf nicht verlassen, Vater Benedikt. Unmöglich, Erwin. Du weißt nicht, was hier vorgefallen ist. Doch, Vater Benedikt, ich weiß alles. Ich weiß sogar viel mehr als Sie. Eben komme ich vom unteren Dorf, wo alles im hellen Aufruhr ist. Man hat dem Krämer die Fenster eingeworfen und als es dann bekannt wurde, dass Sie das Dorf verlassen wollen, ergriffen plötzlich wieder alle Ihre Partei und wollen Sie um jeden Preis hier behalten. Na, sehen Sie, Hochwürden, dann war es doch gut, dass ich die Scheiben eingeworfen habe. Aber das ist doch alles gar nicht wahr. Aber bitte, Vater Benedikt, überzeugen Sie sich doch selbst. Da kommt ja schon eine ganze Anzahl Dorfbewohner angelaufen. Und sehen Sie nur, Hochwürden, Ihr Auswandererpaar ist an der Spitze. Jawohl, Herr Pfarrer.